runter mit Beifall ohne Ende. Also, außer Robin Schimberger sind eigentlich fast die Besten da. Über 800 Meter in Deutschland gegen den Besten über 1500 Meter von Julio Tesfaye immer abgesehen. Und dann haben wir natürlich auch einige Läufer dabei, die sich hier etablieren wollen können. Und Sören Dudow an zweiter Position, er macht einfach richtig Druck hinter dem Pacemaker, denke ich mal. 26 Sekunden mehr Durchgang. Das ist eine mörderische Zeit. Und wir wissen natürlich, weil sich Timo Benitz noch im Feld aufhält, was er für eine letzte Runde brettern kann. Das haben wir letztes Jahr hier gesehen. Und Sören Dudow nach dem Sieg am Donnerstag in Berlin gegen Dennis Krüger ist er natürlich hochmotiviert. Jawohl, dahinter mit der Startnummer 60, Gabriel Ging. Und so sind sie alle unterwegs bei 56 Sekunden etwa. Jetzt Sören Dudow vorne. Und wir schauen mal, noch ganz hinten, ganz typisch, Benitz und Keiner. Die kommen aber dann gleich. Und Sebastian Keiner, der Erfurter, hat sich Timo Benitz als Gegner genommen, hinter dem er hinterherläuft. Und ganz außen, sehen Sie, da überholen die beiden das Feld. Hier vorne ist Sören Dudow bei 600 Meter durchgehen, 1,26. Also 2,96. Und das gibt nochmal eine richtige schnelle Runde. Benitz kommt jetzt, Benitz außen. Und Keiner hinterher, kann er das? Aber vorne immer noch Rudolf. Und mit der 499 Tesfutemelde. Jetzt geht es zur Sache. Jetzt kommt der Endspurt. Wir sind bei 800 Meter. 1,55. Und wer kann das machen? Das sieht aus wie Abdi Buya und Essa. Jetzt kommt Sebastian Keiner nochmal angeflogen. Odessa oder Keiner, das ist jetzt hier die Frage. Wir schauen auf die Uhr. 2,20 am Ende. Also, schöner Fight hier. Beifall nochmal für diesen wunderbaren Lauf.